Ja, ich sag mal, mit Ma Long und Van Zindong haben sie schon mal ihre Basis. Ihre Basis hört sich gut an. Und das noch zu finden. Und ja, jetzt fühle ich hin, nicht als Topspieler zu betrachten, das ist schon fast vermessen. Ich glaube, die beiden sind halt so außergewöhnlich gut, dass man, ja, dass er vielleicht ein bisschen dahinter ist, aber der hat auch schon Turniere abgeliefert, wo er die beiden schwindlig gespielt hat. Also, wie gesagt, die haben halt einfach so ein großes Portfolio an guten Spielern. Selbst die Garde dahinter, gegen die hätten wir es mit Sicherheit auch richtig schwer. Und deshalb konzentrieren wir uns erstmal auf den Weg dahin. Und falls es dann wirklich soweit ist, ja, würden wir uns freuen und sind dann auch heiß auf diese Herausforderung. Aber wie gesagt, das ist bei so einer WM ein verdammt langer Weg. Und wie gesagt, wir haben selbst genug eigene Probleme erstmal, um uns jetzt so um die Chinesen zu kümmern. Die werden gut vorbereitet sein, fit sein, egal wer dann am Ende am Tisch steht. Ma Long, Van Zindong ist gesetzt. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass am Ende an drei auch meistens in den wichtigen Spielen Xu Shen spielen wird.